Zusammen mit der noch rohen Gussplatte wird der Resonanzboden in das vorbereitete Gehäuse eingepasst. Diese Bauteile sind von nun an nicht mehr voneinander trennbar, denn hier geht es um absolute Präzision und Individualität. Mit einer Schnur wird der Seitenverlauf simuliert und auf dem Steg durch das sogenannte Gräbenziehen wird die spätere Steghöhe festgelegt.